An meiner Seite UFC Deutschlandstar Dennis Siver. Dennis, du bist ja bald wieder in Action zu sehen im Octagon. Dein Gegner, dein ursprünglicher Gegner Eddie Yagen ist ausgefallen. Nam Pham ist jetzt der neue Gegner. Ja, was geht dir da durch den Kopf, muss ich ja dann fragen, zum neuen Gegner? Ja gut, ich habe noch 2 Wochen Zeit, um mich auf den einzustellen. Ja, ist ein guter Gegner, also jetzt, wenn man so jetzt kurzfristig guckt, man kriegt ja nicht so schnell einen guten Ersatz in 3 Wochen vor dem Kampf. Deswegen ja, bin ich schon froh, dass überhaupt jemand eingesprungen ist. Und ich finde den sogar jetzt besser als Eddie Yagen, ehrlich gesagt, weil der ist bekannter. Ja, gut, jetzt von Ranglisten vielleicht nicht so weit vorne, aber von der Bekanntheit ist er halt mehr, der ist populärer, jeder kennt ihn. War ja bei The Ultimate Fighter und ähnliches. Ja, dadurch denke ich schon, dass ein Sieg über den mich halt schon weiterbringt. Was denkst du denn vom Stil? Also hätte dir der von Eddie Yagen mehr gelegen oder von Nam, oder ist dir das quasi egal? Ja gut, das ist jetzt kein großer Unterschied, weil der Nam Pham ist ja auch ein Striker, boxt überwiegend halt fast nur, macht ab und zu mal Kicks, aber jetzt kein, das ist kein großer Unterschied zwischen den Beinen, weil der Eddie Yagen war auch ein Striker. Gut, der Nam Pham ist ein bisschen technischer, finde ich, der boxt ein bisschen besser, aber das ist jetzt keine große Umstellung jetzt vom Bodenkämpfer zum Beispiel zum Striker oder so. Jetzt klar, Kleinigkeiten muss ich anpassen, aber insgesamt stimmt der Paket. Meinst du, er könnte dir Probleme bereiten, oder bist du quasi so selbstbewusst im Stehen, dass du sagst, du bist auf jeden Fall besser als er? Ja, was heißt selbstbewusst? Im Kampf kann alles passieren. Ich meine, ich bin sicher, dass ich besser bin natürlich, aber es kann immer noch alles passieren. Das ist MMA, ein Treffer entscheidet alles und man darf niemanden unterschätzen, schon gar nicht auf dem Niveau, weil er hat auch schon ein paar gute Kämpfe gemacht, hat gegen gute Leute gekämpft, vielleicht nicht immer gewonnen, aber hat sich immer gut verkauft. Und deswegen gehe ich schon mit Vorsicht rein. Ich unterschätze da niemand. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gut, dass du das machst, aber du bist ja auch bekannt dafür, das niemals zu tun, Gegner zu über- oder zu unterschätzen. An dieser Stelle vielleicht noch die Frage, so kurz vor dem Kampf, den neuen Gegner, also mental vielleicht, wirft dich das irgendwie leicht aus der Bahn oder ist das völlig irrelevant? Nein, ich habe mich jetzt auf den Kampf eingestellt, egal gegen wen. Ich bin bereit, ich habe jetzt alles gemacht, mein Gewicht passt, alles ist da und deswegen ist es mir egal. Ich will jetzt nur rausgehen und kämpfen. Jetzt sag mal so, egal gegen wen, weil ich warte schon zu lange auf den Kampf. Der erste ist ja oder vor kurzem ausgefallen, deswegen darf es jetzt kein zweites Mal geben. Der Kampf muss jetzt stattfinden. Genau, ich denke mal, Deutschland drückt dir definitiv die Daumen. Wir freuen uns, dich jetzt endlich mal wieder im Octagon zu sehen. Das hat ja leider, muss man ja sagen, länger gedauert. Die Prognose, vielleicht hast du da was für uns, für die Zuschauer. Wie geht der Kampf aus? Ja, mit einem Sieg für mich, aber wie, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich jetzt nicht. Mal sehen, ich gebe mein Bestes. Ich versuche den Kampf vorzeitig zu beenden, aber ob das klappt, werden wir dann sehen. Dann hoffen wir, dich danach wieder sprechen zu können. Viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön, danke euch auch.